4 dicke Ordner sind es, 1800 Seiten, auf denen der Untersuchungsausschuss des Thüringer Landtages penibel auflistet, was alles schiefgegangen ist bei der Fahndung nach den drei Jenaern Schäpe, Bönhardt und Mundlos. Aber mehr noch enthält der Text einen Verdacht. Hat der Staat nicht nur versagt, sondern die Ermittlungen bewusst sabotiert? Es ist bei der Vielzahl von Fehlern und bei der Vielzahl von Nichtermittlungen, die stattgefunden haben im Rahmen der Fahndung ab 1998, fällt es uns als Untersuchungsausschuss schwer, da nicht von einer Sabotage zu sprechen. Also der Ausschuss hat mit großer Mehrheit übereinstimmend festgestellt, dass es sich nicht um Pleiten, Pech und Pannen handelt, sondern dass wir hier mit einem Staatsversagen zu tun haben und dass manche Dinge auch einfach nicht erklärt werden können, sodass man davon ausgehen kann, dass hier auch etwas verhindert wurde. 2,5 Jahre haben die Abgeordneten an der Aufklärung gearbeitet und fanden meistens Ungereimtheiten. Der Bericht zeichnet das bisher detaillierteste Bild von 13 Jahren Ermittlungsdesaster. Es begann im Januar 1998, als in einer Jenaer Garage Sprengstoff und Bomben gefunden wurden. Den Verdächtigen Bönhardt ließen die Behörden einfach gehen. Dass das Trio anschließend über ein Jahrzehnt verschwinden konnte, sei mehr als Ermittlerpech. Es gibt viele Fragen, die die damals Aktiven nicht erklären können. Zum Beispiel, dass Zielfahnder ihre Ermittlungen einstellen, wenn sie auf eine Handynummer aus einem Innenministerium stoßen. Oder warum zum Beispiel der Verfassungsschutz nicht das Netzwerk aufklärt, in dem sich die drei versteckt haben und deren Adressen alle bei der Durchsuchung gefunden wurden. Es gibt etliche Indizien dieser Art. Nur echte Beweise für eine Ermittlungssabotage fanden die Abgeordneten nicht. Die Arbeit sei noch nicht beendet. Nach der Thüringer Landtagswahl müsse ein neuer Untersuchungsausschuss eingerichtet werden, fordern auch deshalb die Linken. Am Freitag wird der Abschlussbericht in einer Sondersitzung im Landtag debattiert.